Willst du eine Kippe? Nee, danke. Soll ich dich irgendwohin mitnehmen? Sagst du mir, wo ich langfahren soll? Ist gut. Geradeaus richtig. Ich heiße Emilia. Ich komme ursprünglich aus Minsk, also Weißrussland. Hört man nicht. Ja, ich lebe jetzt seit über 20 Jahren in Deutschland. Russlanddeutsche. Okay. Also, ich bin aus Berlin, Deutschland. Beat heiße ich. Also Robert, aber alle nennen mich Beat. Freut mich. Warum warst du auf der Wache? Ganz allein deinetwegen. Du machst ganz schön Tempo. Langsam kriege ich Paranoia. Ich habe ein Angebot für dich. Kokain, 4.530 Euro pro Kilo? Nehme ich. Das wäre deine Prämie als Tippgeber. Für die Aufklärung von Waffenschmuggel oder Menschenhandel gibt es noch viel höhere Prämien. Okay, ihr wollt, dass ich Leute auschecke und verrate? Gefährliche Leute. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Naja, ich habe gerade deinen Kontostand gecheckt. Ich dachte, du brauchst vielleicht ein bisschen Hilfe. Wir wissen alles über dich. Deine Freunde, deine Lieblingsdroge. Und wem von uns beiden sollte das jetzt peinlicher sein? Du bist 28 Jahre alt und lebst, als wärst du 10 Jahre jünger. Du bist immer pleite und rund um die Uhr auf Droge. Wir wollen dir eine Chance geben, dass du dein Leben in die Spur kriegst. Indem ihr mich kauft? Ich will dich überzeugen. Weil jeder seinen Preis hat? Ich nicht. Du hast recht, ich bin wertlos. Und was wertlos ist, kann man nicht kaufen. Weißt du, dass ich hier bin? Hast du mich verwanzt? Ich würde gerne jemanden vorstellen. Hast du nicht verstanden, dass ich nicht mit dir reden will? Okay, hör zu. Sprich mit ihm, sag nein und die Sache ist erledigt. Wieso eigentlich inkognito adoptiert? Die Spur zu den eigenen Eltern wird komplett ausgelöscht. Ja, klar, aber weißt du, warum man das gemacht hat? Keine Ahnung. Ich habe noch nie jemanden ausspioniert. Das klingt mies, wenn du das so sagst. Ja, es ist mies. Wenn du so rangehst, dann schaffst du es nie. Du hilfst uns, jemanden aus dem Spiel zu nehmen, der im großen Stil Waffen handelt. Damit rettest du Leben. Und ich scheiße auf meine moralischen Überzeugungen. Was für moralische Überzeugungen werden es schon sein? Okay. Das ist wirklich eine gute Meinung von mir, oder? Für dich bin ich nur der Partytanz mehr. Naja, krass ist deine Moral, wenn du jeden Abend Koks reinziehst. Denkst du dann, die Leute, die auch für deinen Stoff draufgehen oder an die Warlords, den du die Taschen füllst? Das ist wirklich interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ey, du hast recht, klar, wenn ich damit aufhöre, dann wird sich eine Menge ändern. Du hast ja dein Weltbild auch aus Klischees vom Schweinesystem zusammengebastelt, oder? Ist es nicht toll? Es läuft so gut zwischen uns. Du bist ganz verliebt in mich. Muss ich ja nicht.
Mein Job ist es, dich sicher durch diesen Auftrag zu führen und deinen besten Freund vor Forsberg zu schützen. Und wie fange ich das jetzt an? Du fällst dich ganz normal. Und du versuchst, so nah wie möglich an ihn ranzukommen. Was machst du jetzt? Wie jetzt heute? Ich gehe nach Hause zu meinem Mann. Du warst noch nie im Club, oder? Das ist nicht so meine Welt. Kannst du aber auch nicht wissen, wenn du noch nie da warst. Ich zeig dir heute mal einen Club. Kannst ja gehen, wenn es dir nicht gefällt. Wird dir aber ganz gut tun mit Loslassen und so. Und deinem Mann kannst du sagen, er kann gerne mitkommen, wenn du bis dahin einen findest. Dein Chef muss ja nicht wissen, dass wir unterwegs sind. Ich kann jetzt nicht. Hi. Jane Bond? Wer hat dich denn hier reingelassen? Hast du meine Nachricht bekommen? Die mit dem Zahlencode von Forsberg? Ja, danke. Ich habe auch eine für dich. Schlag, so weiß ich nicht. Und wo habt ihr gewohnt? Ich müsste Freunde gehabt haben. Ich war 6. Was war das jetzt? Pille. Willst du? Du nimmst jetzt Ecstasy, die Nacht ist vorbei. Ja. Und der Tag ist voller Arschlöcher. Und dann denkt sie, warum wurde dieser Typ überhaupt in diese Welt geboren, wenn er sie dann mit seinen Drogen wieder deformiert hat? Ich denke sowas nicht. Ich bringe die Welt nur in die Ordnung, in der ich sie aushalte. Okay. Guck dich doch mal um, was siehst du? Die Welt ist schlecht. Ja, und woran liegt das? Ich bin gespannt. Du denkst, weil es so viele Hänger wie mich gibt, Party-People, Chiller. Hast du eine Idee, wie ich auf so einen verrückten Gedanken kommen könnte? Ist doch so. Wir sollen uns alle engagieren, politisch sein, mit anpacken. Wollen wir gehen? Halt dich mal nicht für was Besseres. Ich weiß, du willst gerne die Welt retten. Aber das machst du nicht, indem du irgendein System unterstützt, das hauptverantwortlich ist für die ganze wirkliche Scheiße, die auf dieser Welt passiert. Aber ich bin gerne dein Feigling. Nur ich frage mich, was du für eine Meinung von mir hast. Du hast mich doch angelabert. Ich soll bei eurem Verein dabei sein. Dein Mitbewohner hat mich reingelassen. Ich habe gesagt, ich wollte mich als Putzfrau bewerben. Janik. Willst du einen Schluck? Was willst du? Ich will was machen, was ich nicht tun sollte. Okay, komm her. Komm, zieh dich an, wir machen einen Ausflug. Die Waffe ist nur dafür da, dass du besser schlafen kannst. Wenn wir es da haben, kriege ich sie zurück, okay? Was du hier machst, ist doch bestimmt gegen alle Regeln, oder? Dann ist dir mein Vertrauen wirklich so wichtig. Geflohen damals vor ihm. Sind sie tot?
Das weiß ich nicht. Aber vielleicht solltest du erstmal in Urlaub fahren. Das ist alles, was ich habe.